Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Zootycoon 2, endlich mal wieder. Genau, Schildkröten. Weiß ja, also jetzt habe ich es gesagt, spätestens jetzt weiß es wirklich jeder, dass wir hier Schildkröten reinhauen werden. Schildkröti. Kröti-Möti, ist der Mütterköter, was? Apfel. Kann man schon mal ein bisschen so Futtertun machen. Da hinten Wasserfall irgendwo, ne? Ja. Oh, wie genial das jetzt aussieht. Schaut gut aus. Haben wir da eigentlich noch, so Saola-Zeug? Saolas und Anuas sind alle freudig vertreten. Kind, Anua 4, bitte lass dich auswildern, danke. Du bist ein Saola 10, du hast keinen Freund, du hast kein Gornsch, du bist ein Außenseiter. Das ist ein Weib, das ist ein Weib und das ist hoffentlich der Mann, der lässt sich aber nicht anklicken, jetzt will ich böse. Ach, der paart sich, aber das ist, okay, der hat Hunger. Die sehen auch so neu aus. Die waren früher irgendwie dunkler. Genau. Oh, dieses Wasser, ich krieg. Oh, das mag. Oh, Wasser. Wasser. Gut, das ist dann der Schildkrötenhaus-Gegentu. Ich mach da drin mal hier. Da ist gruselig. Das will ich nicht. Das magische Schiss, das muss weg. Wo haben wir denn hier die drei? Die drei, die drei, die drei. Machen wir da eins? Ich lasse einfach mal frei, dass man da eins machen kann, ein Terrarium. Genau. Fenster, also Dach. Machen wir erstmal hier so. Oh, da ist, glaube ich, nichts sonderlich Spektakuläres rein. So, ein Dachfenster wollte ich schon. Soweit bin ich in meiner Entscheidung, ich will ein Dachfenster. Da wir da ja vielleicht noch was bauen werden. So. Hier kann ich dann schon mal für Dachfenster vorbereiten. Genau. Was brauchen Schildkröten? Schildkröten brauchen. Habt ihr das gesehen? Eine Vierfachschildkröte, das war leicht gruselig. Wir brauchen auf jeden Fall einen Lichtspender. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser und Futter. Wo ist da. Kommt man da nochmal Bananen hin? Drinnen. Brauchen die drinnen irgendwelche Steintuski? Lostuski, passt das Stein aus? Was? Stein will er nicht. Braucht er nicht, sagte nee. Joa. Können wir da hinten nochmal so. So. Wasser. Das ist falsch, Wasser sieht so tief aus. Nö, der sagt, das ist in Ordnung. Tja. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein Problem und da geht kein Ding ans ran, ne? Genau, Ski, da geht kein Tor rein. Ich kann doch Tore setzen, oder? Ja, aber da will er kein Tor reinmachen. Wir haben also ein Problem. Da will kein Tor rein. Ja. Mit anderen Worten, okay, ich will das drin sowieso nicht so niedrig haben. Ich will das. Aber hier so. Fenster. Geht der Zaun?
von der Höhe her. Oh, den Zaun, der sieht doch auch gut aus. Ich arbeite in letzter Zeit sehr viel mit diesem Zaun, aber der gefällt mir auch. Der ist ein bisschen niedriger. Wenig. Kann man aber auch rumziehen. So, Oh, nee, das sollte nicht sein. Und man kann jetzt natürlich hier so ein Tor reinmachen. Obwohl es mir das nicht so ganz so gefallen tut, aber trotzdem. Und wir brauchen hier drin jetzt noch was, aber hier drin machen wir da hier drin. Und wir hier drin auch den Zaun reinmachen. Eigentlich ja, ne? Kann man hier so noch das Tor reinmachen, weil das sieht da ja sowieso keiner. Eigentlich hoffentlich, aber dann wiederum doch. Egal. Schildkröten. Machen wir 2, 2, 2, 2. Schildkröten. Ja, hallo Schildi. Hallo. Na, hallo du. Na. Hallo du Kröte du. Du Kröte du. Was haben wir da nochmal? Zwei, Sporenschildkröten. Die fressen das gleiche, die haben da das gleiche, die haben da das gleiche, die sind zufrieden. Sporenschildkröten. Wie sieht es eigentlich bei den Schweinchen aus? Wie viel Inzest haben wir da jetzt? Ich glaube, ich muss mal komplett neue Schweine holen, sonst gehen uns die hier so. Also das erste Schwein lebt noch, Respekt. Ja, und warum zur Hölle haben wir da einen Jala? Warum zur Hölle laufen hier Tiere rum? Ich glaube, ich habe gerade den Grund gefunden. Okay, der Zaun geht also nicht. Dann machen wir doch einfach mal... den Zaun. Schade. Nicht eingerissen. Niala 1 ist nicht in. Haben wir sonst noch irgendwas verloren? Guckt nicht so gut. Sie mir Sorgen machen oder ist der einfach nur gestorben? Lass nicht weiter Zeit vertrödeln, dann mal. Ja, so. Wie sieht das eigentlich hier aus? Habt ihr so viel Inzest oder bei euch nicht so, ne? Nee. Bei dem Pfauen, wie schaut das da aus? Wie viele Kinder tut er jetzt haben? Papa Pfau. Geht. Einfach mal vorsorglich hier so ein paar wegtun. Das tut ganz gut. Wir brauchen neue Schweine. Ich hole mal zwei neue Pinselschweine. Bist du noch bei. Ne, sind bei Feuchtgebiet. Eins und zwei, das ist. 47 sind aus drei Schweinen entstanden. Drei, ne? 3, 3, 3. 47.
Ihr seid auch alle noch inzestfrei, größtenteils. Okay, ja. Ja, das ist gut, das ist gut. Pinguine. Große Frage, gehen die Pinguine? Ja, die Pinguine gehen ins Haus. Partner. Zwei Partner? Pinguine? War das nicht so Monogamie? Pinguine Forever One? Egal, wir gehen mal kurz Fische auffüllen. Fische auffüllen. Das sieht auch neu aus. Falsch, das ist neu. Kann ich da eigentlich tauchen gehen? Nein, kann ich nicht. Sonst hier noch irgendwer irgendwelche Bedürfnisse? Es ging nochmal. An einer Stelle konnte ich da untertauchen. Also schon, wir hatten einen Backpinguin. hat er das jetzt schon leer gemacht? Nein. Will sich im Wasser wälzen, dann werde ich ihn davon mal nicht abhalten. Will sich im Wasser wälzen, will sich im Wasser wälzen. Ich bemerke, der Stein blockiert. Wird Apfel fressen. Okay, Schildkröten. Was für Viech wollen wir denn da rein? Habe ich hier Krokodilsechsen? Nö. Irgendwas Kleines, Unkompliziertes. Dürfte fast sowieso zu klein sein, dann machen wir da einfach mal Blumen. Blumen, Blumen, Blumen. Blumen. Ist ja das Tolle, wenn ich die jetzt so, 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 so. Warte mal, da Blumen. Also nicht die Blumen wie die Blumen Group, sondern die Blumen. Reptilien. Wir brauchen jetzt Reptilien. Meeresechsen. Interessante Idee, aber nur vielleicht. Also nur vielleicht umsetzen. Schlongi. Schlangen generell eigentlich ja. Holen wir uns halt mal Schlangen. Haben wir bestimmt irgendwo ein 3 hohes Glas. Glas, das 3 hoch ist, bist du 3 und dann ist der hier 3 hoch. So, halb hoffentlich. So mehr oder weniger 3 hoch, ja. So, dann machen wir hier mal so. So, ich weiß, eigentlich muss das vor allem in Deutschland doppelt gesichert sein. Giftschlange, bla bla, aber das ist mir jetzt egal. Schlonke. Kleiner Savannenfelsen. Damit felsen wir mal hier das zu. Da das ja. Doch, das geht. Wir fanden, das ist auch neu, ne? Gemacht, meine ich. Das ist auch neu gemacht. Könnte man natürlich auch. Das sieht auch gut aus, aber es ist Pampasgras, das passt nicht. Ich brauche was Afrikanisches. Nee, nicht irgendwie so was dicht wachsendes. Ja, so da, 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 da.
Machen wir da nochmal einen Felsen hin. Ich hoffe, die Schlangen stört das nicht. Dann machen wir mal, obwohl doch wahrscheinlich schon, mir egal. Küken. Und Wasser ja auch. Und Ratten. Lebenfutter-Echse, die sieht jetzt so aus. Okay. Wusste ich nicht. Schade, ein klein wenig zu klein. Mir egal, ich habe jetzt Schlangen. Wir nehmen die Männchen anders aus. Nein, dann nehmen wir einfach mal zwei Männchen. Zwei schwule Mambas. Die fühlen sich wohl, das ist toll. Dann können wir hier doch auch gleich ein Dachfenster langziehen. Und mir fällt auf, dass das nicht so sein darf, sondern das muss hier so. Der hier. Dann kann man den auch schon mal nie in einen höher, genau in so. Wir sind schon wieder in 4 Meter. Das geht ja schnell. Wir haben eben erst die andere Folge zu Ende ausgemacht, also beendet und so. Egal. So, wie schaut das aus? Wie tut das ausschauen? Schlangen kann man gucken. Schlangen kann man rein. Komm ich hier vorbei, aber der wahrscheinlich nicht, ne? Ach, da kriegt er einfach durch, das interessiert ihn gar nicht. Yeah. Ja. Wir brauchen aber noch mehr Tierpfleger, fällt mir gerade auf. 1, 2, 1. Was haben wir? Schlangen. Dann, was machen wir denn jetzt? Können wir schon mal Eidechsen machen. Genau, keine Eidechse. Eidechse. Nehmen wir mal den Gecko. Hallo Gecko. Der Gecko kriegt, also der Gecko, nicht der Gecko, der kriegt auch nur ganz wenig. So. Ah, das mal so. Der Gecko braucht ja hoffentlich nicht so viel. Wir können dann mal hier gerade erstmal kurz das reinmachen. Und dann. Genau, Gecko. Das ist dem sein Biom. Und der tut haben. Na toll. Der tut. Na toll. Das ist mir zu groß. Dann machen wir den hier. Und fliegen. Können wir dann direkt mal. Keine Ahnung, da so. Steinchen. Der kriegt sein Steinchen. Hierhin. Der kommt aus Neukaledonien. Dann haben wir ja bestimmt noch irgendwas aus Neukaledonien. Irgendeine Blume. Nochmal aus dem pazifischen Raum? Nein, nicht. Nein, generell nicht so. Das ist Südamerika. Ne, ja. Auch falsch. Fast. Leichte Verzweiflung, weil ich nicht zum Pflanzen hab. Ach komm, dann kommt halt ein wenig Fahren. Ein wenig Fahren tut immer gut. Jeder mag fahren. Außer einfahren lassen. Das mögen nur die Leute, die ihn fahren gelassen haben. So. Blume. Blume. Blumen. Dann kommen wir noch so ein klein wenig Unterholz. So. Und
Hier so, oh, da sind ja auch Büsche drin. Okay, auf dem linken Ohr hat gerade irgendwer irgendwo hingepisst. Das ist Neuseeland. Das ist Neukaledonien, aber das ist zu groß. Ein kleiner Baum, vielleicht für mich. Okay. Und der kriegt dann, keine Ahnung, hier so einen Apfel, den Eis, Apfel, Apfel, Eis. Dann machen wir dann auch zwei Männchen rein. Geckos tun und ja. So. Dann. Nein, jetzt komm, mach. Nee. So. 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 Jetzt mach doch mal hier, verdammt, kann doch nicht sein. Und dann kommt hier der drauf und der drauf und Leerlauf und so. So, das hätten wir auch schon mal. Schlangen, die nutzlos in der Gegend rumliegen und Steine, die aus der Wand gucken. Aber dafür wenigstens Geckos, die sich bewegen. Und Schildkröten. Schämt euch, Schlangen, selbst die Schildkröten sind schneller. Okay, das liegt wahrscheinlich daran, weil sich halt die Schildkröten bewegen und die Schlangen nicht, aber schämt euch. Was habe ich dahin? So. Ich hab's gewusst. Ich hab's doch so gewusst. Oh, wer war es denn jetzt schon wieder, der es gemacht hat? Und welcher Otto ist jetzt schon wieder nicht mehr drin? Die haben's, haben sie, jetzt haben die sie auch wieder eingerannt? Nein, das haben sie nicht eingerannt. Wie kommt denn der da rüber? Da hab ich doch vorhin erst eingefangen. Kann man schön gucken, ob da irgendwo ein Loch drin ist. Okay, jetzt haben wir echt ein Problem. Da sind sie zwar eingerannt, aber das erklärt immer noch nicht, warum die ausgebrochen sind. Welcher Otto kam da eigentlich durch? Afrika-Anlage halt, ne? Ja. Da. So, mal zurück, du. Weiche. Merke immer erst Weg bauen, dann erhöhten Weg und ja. So. Was holen wir uns denn jetzt? Da kann ich auch noch mal kurz Weg machen. Noch irgendwas, das wir nach draußen schicken wollen?
irgendwen, irgendwas, irgendwie. Er hat gesagt, er hat gern Chamäleons und ich habe gesagt, ich hätte gern einen Varan. Oder hat er auch? Und wer war das überhaupt? Habe ich vergessen. Chamäleon. Panther-Chamäleon. Und Dreihorn-Chamäleon. Das Panther-Chamäleon doch auch in Deutschland das Standard-Chamäleon ist. Nach dem Jemen-Chamäleon und ich das nicht habe, werde ich das Dreihorn-Chamäleon beschaffen bauen. Bebauen schaffen, genau. Mach Erde drauf, bla bla. Nein, nein. Shit. Na, es darf eigentlich gerne weitergehen. Noch irgendeine afrikanische Blume. Nö. Irgendwas kleinwachsendes afrikanisches Zeug. Ja, Moment, ich hab da doch was vergessen. Vergesen, vergasen, vergosen. Die sind irgendwie relativ lustlos, habe ich das Gefühl. Ach ja, so eher nicht mehr so. Ne, die Schlangen sind lustlos. Kann ich auch nichts für. Ist das das mit dem Loch? Ja, das ist der mit dem... Verdammt! Ich hab's gewusst. Egal. Nee. Ja. Ich brauche eigentlich noch was Hochwachsendes. Ach, verdammt. Dann muss da halt eigentlich was anderes her. Aber ich will nicht... Okay, das fällt ja nicht auf. So. Dann zwei Chamäleon-Tun machen. Einmal Wegrum-Tun machen. Und hier wäre dann Platz für noch einen Gehege wie bei den Schildkröten. Rein theoretisch kann man da Warane hinmachen. Allerdings muss man das ja auch nicht. Und da ich da extra Platz für ein Außengehege gelassen habe. Nein! Ah! Scheiße. Zehn Minuten Überlänge und alles umsonst. Das nervt echt. Ich glaube, jetzt kann man mich auch... ich hoffe, ihr versteht mich, dass ich echt keinen Bock habe, so Tycoon zu spielen. Vor allem, wenn das dauernd so abschmiert. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich kann echt nicht sagen, woran das liegt. Aber ja, so ist das halt. Dann, heißt jetzt danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir alles von neu machen dürfen. Ich sollte mir echt dann gewöhnen, nach jeder Folge zu speichern. Tja, ja, bis dann. Tschö.